Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley mit mir, dem Jan. Jetzt gehe ich zu Wall-E, warum auch immer. Aber kann ich hier einen von füttern? Ah, ne. Okay, ich habe gesehen, dass mein Inventar ein bisschen voller ist. Also leere ich es. Tomato. Natürlich habe ich die hier reingetan, die weniger sind. So. Dann sollte hier nichts mehr reinpassen von das, was ich habe. Oder noch die Zwiebeln. Was habe ich hier von 50? Zwiebeln habe ich, Tomaten habe ich. Okay. Nächste Truhe. Die passen hier nicht rein. Die auch nicht. Tomaten auch nicht. Und die auch nicht. Das hier kommt raus. Das kommt rein. Okay. Brauche ich jetzt noch eine Kiste mehr hier, ne? Dann stelle ich meine Kiste her. Und werde das hier bearbeiten. So. So, den Schrott da rein. Und dann gehe ich jetzt zu Wall-E. Wo ist er denn? Unten. Bei sich zu Hause drin? Nein, der steht vorne. Oh! Diese seltsame Maschine, die wir repariert haben, hat eine weitere Erinnerung gefunden. Es ist eine Erinnerung an dich, wie du mit Ariel Dinge getauscht hast. Ihr kanntet euch. Wow, Wall-E! Ich wette, du willst mit ihr reden. Folg mir. Wo ist denn Ariel? Da unten. Du meine Güte, Jan. Es ist so schön, dich zu sehen. Und Wall-E, du bist auch da. Ja, er sammelt Dinge, wie du. Du hast mit ihm Gegenstände aus deiner Sammlung gehandelt. Oh, ich erinnere mich. Das war vor dem Vergessen. Wall-E ist ein wunderbarer Sammler. Wir sollten wieder tauschen. Oh, ich kann ihm meine Duplikate geben. Ich habe eine ganze Kiste voll mit Dingel. Hoppern. Und ich werde
und ich würde gerne ein paar Dinge finden, von denen ich gehört habe, wie eine Bowlingkegel oder ein Spielzeugeisenbahn oder etwas namens Blühbirne. Wally, wenn du so etwas hast, würde ich gerne tauschen. Ich bin wirklich dankbar. Ariel ist auf der Suche nach einer Bowlingkegel, einer Spielzeugeisenbahn und ich glaube, sie meint eine Glühbirne. Hast du so etwas? Wo glaubst du, könnten wir einen Bowlingkegel finden? Wally. Du benutzt deine Hände, um eine lange Nase und einen spitzen Hut zu machen. Oh, du glaubst, Goofy oder Merlin haben so etwas? Na gut, ich kann sie fragen. Und was ist mit einer Spielzeugeisenbahn? Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht haben Dagobert oder Mickey so etwas. Und eine Glühbirne? Wally! Du glaubst, du besitzt so etwas in deiner Sammlung? Das ist großartig. Und lass uns danach suchen. Yippie! So, Bowlingkugel, Glühbirne, Spielzeugeisenbahn. Wo ist denn Merlin? Ah gut, du bist... Da bist du ja schon. Zeit für... Wolltest du schon einmal ein Eichhörnchen sein? Klingt nach Spaß. Nun, ich denke, das Herumhüpfen kann am Anfang ein bisschen Spaß machen, aber das Leben eines Eichhörnchen ist risikoreich. Es ist sogar geradezu gefährlich. Beinahe alle sind größer als die kleine Kreatur und ein Großteil davon will sie fressen. Was glaubst du, können wir von einem Eichhörnchen lernen? Gefühl für die Schwächen, wie man überlebt. Das ist in der Tat eine praktische und wichtige Lektion. Wenn das Leben hart ist, müssen wir Wege finden, um es zu meistern. Und jetzt den Funk mit dir. Es gibt viel zu tun. Es hat ja jetzt gerade gar nichts gebracht. Oder muss ich im Haus gehen? Ist hier im Haus irgendwie was? Nope. Wo glaubst du, können wir Bowlingkegel finden? Oh, du glaubst, Goofy oder Merlin haben so etwas. Jetzt komm schon, uns erwartet viel Arbeit. Den kann ich aber nicht fragen. Da oben ist Goofy. Dieses Dorf liegt nach... Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Hey, Kumpel. Jan, du hast so einen neugierigen Gesichtsausdruck. Willst du mich etwas fragen? Hä, aber wer... Ich versteh's nicht.
Einen schönen Tag noch. Nein. Auf Wiedersehen. Ich verstehe die Aufgabe hier nicht. Hier kann ich nichts finden. Kann ich eine Bowlingkugel, Bowlingkegel bauen? Nö. Ach da. Dann gehen wir jetzt zu Mickey. Beziehungsweise gehen erstmal hier zu Wall-E. Die Glühbirne suchen. Und jetzt zu Mickey. Da ist die Spielzeugeisenbahn. Wally! Hier sind alle Dinge für den Tausch. Lass uns zu Ariel gehen. Ist immer noch da. Nur jetzt hier am Wasser. Wohl sehen. Willst du mich verarschen? Wally! Oh, Wally, das ist unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich danke dir so sehr. Was kann ich dir dafür geben? Oh, ich weiß. Schau dir das an. Es ist ein menschliches Spielzeug, das aus Porzellan ist. Oh. Sie werfen es hin und her und werfen zu, wer es zuerst fallen lässt und kaputt macht, hat verloren. Und hier, das nennt man einen Hut. Die Menschen setzen ihn sich auf den Kopf. Ja, du kannst ihn auch tragen. Es wird dir sehr gut stehen. Und dieses ein Musikinstrument. Diese Nadeln machen so eine wirklich schöne Musik. Hör mal. Oh, ich freue mich, dass du wieder mit Ariel Dinge tauschen kannst. Juppie! So. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Morgens nicht mal angemeldet.
Wo ist denn Dunkelholz nochmal? Also hier oben. Kann ich auch gleich mal hier ein bisschen gießen. So, Dunkelholz. Noch zwei, noch eins. Da. Ich wollte gucken, was ich hier eingesammelt habe. So. Stelle die Futterspender her. Da muss ich auch noch mal gießen. Kann ich ja jetzt machen. Bin ja quasi da. Habe ich nicht für irgendwas Baumwolle gebraucht? Eine Werkbank. Gehe ich bei mir rein? Holz noch wieder in die Kiste. So. Stelle die Futterspender für in der Nähe des Teiches auf der sonnigen Ebene auf. Was für ein Teich? Da hinten. Wo ist Gar?
bei sich. Oh, hallo. Wenn du damit fertig bist, durch die Gegend zu rennen und alles Mögliche zu tun, außer mir zu helfen, können wir uns jetzt vielleicht auf mein Problem konzentrieren. Ich versuche dir, bei deinem Problem zu helfen. Merlin sagt, dass du lernen musst, dich um andere zu kümmern, um den Bann zu brechen. Oh gut. Welchen Dumpfkopf muss ich jetzt helfen? Den Nektarvögeln auf der Ebene. Ich habe dir gesagt, dass du dich um die größten und kleinsten Tiere kümmern musst. Viel kleiner und zerbrechlicher als die Vögel geht es nicht mehr. Ich kann nicht glauben, dass ich mich zu so einer Demütigung herablassen muss. Aha. Ich meine, mit gutem Beispiel vorangehe. Gehe. Du hast es geschafft. Hurra! Mit Blumen muss ich die Vögel füttern. Vogel habe ich gerade, ne? Gibt's nur einen Vogel? Da hinten ist noch einer. So, das war's jetzt. Lass uns in die Höhle zurückkehren, um zu sehen, ob dein törichter Bann gebrochen wurde. Ich kann mir gar nicht mehr an diesen Bann erinnern. Was war denn der Bann? Der Fluch ist immer noch nicht aufgehoben. Und mein wertvolles Kleinöde ist nirgends zu finden. Das alles war vollkommen umsonst. Das tut mir leid, Ska. Oh, du bist ein wahrer Gutmensch, Jan. Aber ich muss zugeben, dass du mehr zu mir gehalten hast, als ich erwartet hatte. Ich schätze, wenn es jemanden gibt, den ich als Freund bezeichnen könnte. Nun ja, dann wärst du das wohl. Moment mal, was geschieht hier? Ska, ich glaube, der Bann ist gebrochen. Sieh mal da drüben. Da bist du ja. Es sieht so aus wie eine Art Scherbe eines magischen Spiegels. Endlich, die Überwachung meines Tourismus wird jetzt so viel einfacher sein. Weißt du, Jan, ich habe dieses kleine Stück Glas vor langer Zeit im Tal gefunden. Damit sehe ich alles, was ich will, ohne irgendwo hinzugehen. Und sie sorgt dafür, dass ich immer noch der wildeste Löwe im ganzen Tal bin. Es klingt sehr nützlich. Oh ja, Jan, ein König muss immer allzeit bereit sein. Du hast es geschafft. So.
Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.